Michael, schön, dass du da bist. Ist es nicht ein wundervoller Tag? Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als kurz vor Feierabend noch einen Einsatz in der Sprengstofffabrik zu bekommen. Da bist du auch nicht so gut drauf. Na, ich freue mich für dich. Wir alle freuen uns für dich. Wieso freut ihr euch denn? Na, deine neue Kollegin. Ach, ist sie schon da? Aha. Und wie die da ist. Ich sag dir, du wirst sie lieben. Steht in der Halle. Mir ist immer gefallen, ja? Nimm dieses dämliche Grinsen aus dem Gesicht, echt. Du bist die Neue? Ja, ich bin die Neue. Die Kollegen haben mir gar nicht gesagt, dass du schon da bist? Ja, schon da bist. Ja gut, dann willkommen im K11-Team. K11? Bist du nicht meine neue Kollegin von der Kripo, Charlotte? Ich bin Natascha, die neue Lageinspektorin hier. Ja, okay. Also, wo ist denn meine neue Kollegin? Halt! Polizei! Stehen bleiben! So, Freundchen. Das war's fürs Erste. In der Industrie trifft man ja immer auf Schwarzarbeiter. Bei einer Sprengstofffabrik mit höchsten Sicherheitsstandards ist das ja ein bisschen ungewöhnlich, ne? Übergib's dir gleich an die Kollegen vom Zoll. Hi. Du musst Michael sein. Ich bin Charlotte oder lieber Charlie, die Neue. Eigentlich sollte ich erst morgen anfangen. Hallo, Charlie. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du jetzt schon hier bist. Wieso? Ach, ja. Herzlich willkommen erstmal. Danke. Aber ich dachte, wir sind wegen dem Diebstahl von Sprengstoff hier. Ja, ich bin halt mehr so der Typ, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut. Ich dachte eigentlich auch, Sie wären da wegen dem Diebstahl. Stattdessen nehmen Sie meine Mitarbeiter fest. Dann hätten Sie Ihre Mitarbeiter vielleicht einfach ordentlich anmelden sollen. Sie sind wer? David Reinhardt, ich bin hier der Chef. Und das ist meine Inspektorin Natascha von Damm. Von Damm? Warum wundert mich das nicht? Wie viel Sprengstoff wurde denn gestohlen? Um die 20 Kilogramm. 20 Kilo? Oh Gott. Hier lagert der Sprengstoff. Meine Leute haben bei der täglichen Kontrolle um 16 Uhr festgestellt, dass ca. 20 Kilogramm fehlen. Ist die Tür immer verschlossen? Selbstverständlich. Da muss der oder die Täter einen Schlüssel gehabt haben. Sieht nicht so aus, als ob das Ganze gewaltsam geöffnet wurde. Ja, die kannten sich ja aus. Guck mal hier, die Kameras. Die wussten, wo die hängen. Könnte ein Insider gewesen sein. Aha. Auf gar keinen Fall. Völlig ausgeschlossen. Meine Leute sind alle sauber. Die einen sagen so, die anderen so. Hey, Charlie. Das ist mein Spruch. Ist das hier die Materialliste mit dem gestohlenen Sprengstoff? Eurodyn. Noch nie gehört. Eurodyn? Sie lagern hier Eurodyn? Ja, eine ganze Menge davon sogar. Wir sind eine von zwei Firmen in Deutschland, die Lizenz dafür haben. Du kennst das Zeug? Ja. Wir hatten vor ein paar Monaten einen jungen Geiselnehmer, der wollte ein ganzes Hochhaus damit in die Luft sprengen. Er hat angegeben, es von einem Waffenhändler im Darknet erworben zu haben, hat aber nicht gesagt, von wem. 4 Jahre hat er bekommen. Vielleicht ist der Waffenhändler von damals der Täter von heute. Es gibt eine Möglichkeit, das rauszufinden. Guten Morgen. Moin, Chef. War eine lange Nacht. Ja, das sieht man. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Deswegen Haltung annehmen und lächeln, Kollegen. Denn in wenigen Sekunden kommt durch diese Tür eure neue, charmante Kollegin. Echt jetzt? Ausgerechnet heute? Guck mal, wie es hier aussieht. Morgen! Hi, ich bin Charlie, die Neue. Ich freue mich sehr, ab heute mit euch zusammenzuarbeiten. Hey, Charlie. Philipp, willkommen im K11. Danke. Ja, willkommen im Team. Robert, freut mich. Danke. Ihr seht aus, als ob ihr noch nicht richtig gefrühstückt habt. Hier, Einstandskuchen. Keine Sorge, ist 100% vegan. Echt? Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen über euch informiert. Gute Frau.
Ich fürchte nur, der Einstand wird noch ein bisschen warten müssen. Immerhin sind 20 Kilo Sprengstoff aus dieser Firma verschwunden. Habt ihr die Angestellten alle überprüft? Ja, vom Lageristen bis zur Reinigungskraft. Alle sauber. Was ist mit dem Chef? Der hat sich beim Bau einer neuen Lagerhalle etwas übernommen und ist jetzt ordentlich verschuldet. Aber warum sollte der seinen eigenen Sprengstoff klauen? Ja, weil der auf dem Schwarzmarkt das Zehnfache wert ist. Das wissen wir spätestens seit dem Fall mit Timo Moll. Wäre zumindest ein Motiv. Ja. Aber wir haben keine Beweise. Hey, Timo Moll wartet im Vernehmungszimmer. Ja, danke schön. Der Vogel ist hier? Ja, denn ich glaube, dass der Dieb in der Firma von dem Reinhardt und der Waffenhändler von dem Moll ein und dieselbe Person sind. Und ich hoffe, er kann uns ein bisschen bei den Ermittlungen helfen. Ausgerechnet der? Philipp. Sorry, dass ich nicht vergessen kann, dass der Spinner uns fast in Luft gejagt hat. Ja, vielleicht will er jetzt einmal das Richtige in seinem Leben tun. Ja, bestimmt. Also, ihr beiden Hübschen übernimmt seine Vernehmung. Ich muss hoch zum Präsium in der Klatsche abholen, weil ich Moll aus der Haft geholt habe. Und du, Charlotte, du kannst dich schon mal einrichten. Da drüben ist dein Schreibtisch. Danke, ja? Aber ich hab's dir schon gesagt. Charlie, bitte. Meine Mutter ist die Einzige, die Charlotte sagt. Wie du magst. Charlie. Danke. Hallo, Timo. Hi. Na, wie ist es im Knast? Wenn Sie mich schon so fragen, nicht besonders toll. Eine Haftstrafe ist ja auch kein Wellnessurlaub, ne? Ich wünschte jeden Tag, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Man hat aber auch jeden Tag die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Tust du heute das Richtige? Wie meinen Sie das? Gestern wurden 20 Kilo Euro-Düne aus einer Sprengstofffabrik geklaut. Und wir glauben, dass... Dass mein Kontakt das Zeug jetzt wieder im Darknet verkaufen will. Wir brauchen den Namen. Bevor irgendein Verrückter das Zeug holt und uns nicht bei einer Drohung lässt. Ich würde Ihnen echt gern helfen, wirklich. Aber ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Im Darknet funktioniert alles über Usernamen. Und wie lautet der? Diese Typen sind echt gefährlich. Wenn die herausfinden... Ist das deine Sorge? Deine Sicherheit? Wie sieht's denn aus mit der Sicherheit von unschuldigen Menschen, hä? Wer weiß, was der Typ mit 20 Kilogramm Sprengstoff vorhat? Und du sorgst dich um deine Scheißsicherheit? Timo, wir brauchen deine Hilfe. Ohne dich geht's nicht. Du hast jetzt die Chance, die Zeit zurückzudrehen. Eine Strafmilderung wäre auch drin. Wenn dem Menschenleben nicht Motivation genug sind. Sein Username ist Adler33. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, bei der Übergabe. Und das auch nur aus der Ferne. Er hat das Euro-Düne in einer Mülltonne deponiert, mein Geld genommen und ist abgehauen. Hast du sein Gesicht gesehen? Er hat eine Cap getragen, ziemlich tief ins Gesicht gezogen. Aber er ist so komisch gegangen. Also, geht's ein bisschen genauer, Timo? Ja, er ist gegangen wie ein Affe, wie ein Gorilla, keine Ahnung. Und er hatte ziemlich viele Muskeln. Reinhard? Ja. Kannst du Kontakt zu Adler 33 herstellen? Ja, kannte ich. Gut. Wir bereiten alles vor. Alle auf Position? CV1 auf Position. CV2 auf Position. Ich stehe auf dem Parkplatz und behalte die Rückseite im Auge. Ziemlich nervös, dein Kleiner. Ich hoffe, er hält das durch. Du vertraust ihm, ja? Na, der Junge hat das Herz am richtigen Fleck. Glaubst du, Adler 33 taucht hier überhaupt auf? Ja, er hat es Timo zumindest geschrieben. Möglich, dass er noch gar nichts von dem Euro-Deal verkaufen konnte und jetzt verzweifelt nach einem Käufer sucht. Wir haben also nur diese eine Chance. Wenn wir ihn verschrecken, ist er vielleicht für immer weg. Ist das Adler 33? Schwer zu sagen, ist ziemlich zierlich. Was ist da los bei euch? Jemand hat sich Moll genähert. Ist aber eine Frau. Ja, sie könnte auch mit Adler 33 zusammenarbeiten. Du hast recht. CV1, CV2, vorsichtig auf 4 Meter nähern. Sind da, bereit für Zugriff.
Wartet. Kein Zugriff, falscher Alarm. Der packt das nicht, der Kleine, der dreht durch. Ach, Scheiße, wo ist er denn? Sali, was ist los? Ich komme jetzt zu euch. Fuck. Nicht nötig. Alles in Ordnung. Er musste sich nur übergeben. Schon 40 Minuten über der Zeit. Er kommt nicht mehr. Hat bestimmt was geahnt. Ich habe ja gleich gesagt, wir hätten zurück zur Firma fahren sollen und uns diesen Reinhard krallen. Du willst also unbedingt auf den Busch klopfen, ja? Absolut. Gut, aber dann nehmen wir Timo mit. Wenn Reinhard Adler 33 ist, erkennt er ihn sicher wieder. Mal gucken, wie er reagiert. Timo wird begeistert sein.